Schaust du dir Wetzen? Tempo im Berg bringt Unglück. Ja, ist das ein Bergführer-Kalenderspruch? Ja, Kreuzspruch. Erfahrung. Hast du schon mal sowas gemacht? Hast du aber sauber was vorgenommen? Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wenn der Hannibal das vor 2000 Jahren geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Richtige Einstellung. So. Die erste Etappe haben wir gleich geschafft. Wo wollt ihr eigentlich genau hin? Auf zur nächsten Etappe. Komm. Konzentrier dich. Mann, was schleppst denn du alles mit? Tut mir leid. Mann, Anfängerfehler. Kann passieren, ist nicht so schlimm. Jungs, ab jetzt ist das ein Kinderspiel. Ach ja? Und das verrät dir deinen Nopo da. Mann. Ich habe ja schon viel erlebt, aber ihr beide, der eine mit null Erfahrung im Berg und der andere schleppt den Laptop rum. Woher kennt ihr euch eigentlich? Marc ist der Freund meiner Schwester. Ich meine, er war's. Entschuldige. Passt schon. Hey Meister, wo geht's weiter? Moment, ich hab's gleich. Na, Tom, schwächelst du noch? Keine Angst. Was 30.000 Soldaten vor mir geschafft haben, das packe ich auch. Die hatten noch mit Schnee zu kämpfen. Jetzt verstehe ich. Wow. Der Typ meint das ernst. Was? 2000 Jahre und so? Hannibal? Hatte doch jeder mal in der Schule. Der ist mit Elefanten über die Alpen. Er war doch nicht hier. Ihr wollt es beweisen. Seid ihr narrisch. Wie Forscher schaut es aber nicht aus. Er ist ja Wissenschaftler. Ja, aber es gibt doch so viele Theorien. Keiner weiß doch die exakte Route vom Hannibal. Pass auf. Viele Soldaten sind damals auf dem Weg umgekommen. Ja? Und die Ausrüstung mussten zurückgelassen werden. Und die wollt ihr jetzt finden? Welch seltener Besuch? Ja, das mag sein. Zu selten vielleicht. Ja, aber dafür mit umso mehr Schwung. Familienbesuch oder ewige Fehde? Wie bitte? Dann wollen Sie zu Franz oder Tobias? Ist Tobias zu Hause? Ich müsste mit ihm reden. Nein, tut mir leid. Alles in Ordnung? Ja. Wahrscheinlich besser so. Schönen Tag noch. Warst du besoffen? Wow. Familienbesuch und Fehde in einem Abwasch. Respekt, alles okay? Aber das ersetzt du mir, du Benzinhumme. Ist doch selbstverständlich. Hauptsache dir ist nichts passiert. Ich kümmere mich drum. Also, servus.
ist nicht gut. Es kann nicht gut. Tja, damit kommst du jetzt nicht zurecht, Franz, hä? Schau auf der Fierste, nicht auf der Hand. Was hast du denn da? Von meiner Schwester. Hat sie hier gefunden. Sie hat sich irgendwie immer für Geschichte interessiert. Ihr Spezialgebiet war die Antike. Sie hat gemeinsam mit Mike studiert. Und dein Vater ist auch Historiker. Der muss ja ziemlich stolz auf deine Schwester sein. Eine Münze ist noch kein Beweis. Also glaubt ihr nicht an eure Theorie? Sonst müsst ihr ja die Schulbücher neu schreiben. So ist es auch, dein alter Herr liegt falsch. Dann weiß dein Vater gar nichts von der Tour hier. Leute, jetzt ist mal gut. Jonas, wir haben dich als Bergführer engagiert, ja? Und für Toms Sicherheit, nicht als Gesellschaftsdame. Interessiert mich halt. Ist doch spannend. Hannibal, Soldaten. Ja, aber ich komme gerade von einer Vortragsreihe am DAIP in Paris. Macht Sie bitte einen Termin mit meinem Büro aus. Ja, das ist richtig. Ich gehe im Augenblick in keine Talkshow. Nein, und ich gebe vorläufig auch keine Live-Interviews. Ja, bitte. Gabi? Gabriele! Hier bist du. Du bist aber früh zurück. Ja, die Maschine hier gekriegt. Wie war Paris? Gut, gut. Ich habe mich eingeladen nächstes Jahr nach Washington. Wie schön für dich. Es war aber auch alles sehr anstrengend. Gabriele, hattest du Besuch, als ich weg war? Was für Besuch? War Tom hier? Tom ist kein Besuch, Tom ist unser Sohn. Gabi, war Tom im Haus? War er in meinem Büro? Keiner wagt es, deine heiligen Hallen zu betreten, das weißt du doch. Herr Kottoma, war Tom hier? Ja, er war hier! Und wir haben miteinander gesprochen. Worüber? Worüber? Worüber du nicht mit mir sprichst. Aber das tun normale Menschen, Hans. Menschen, die sich etwas bedeuten, die in dieser Zeit keine Vorträge halten, meine ich. Jeder hat da wohl seinen eigenen Weg. Ich verstehe dich nicht. Ich kann das so nicht. Ich brauche Antworten und du gibst mir keine. Geh du zu deinen Kriegern und schlachten. Okay, hier weiter.
Da lang. Das machen wir nicht, Nike. Das ist zu gefährlich. Das ist ein Klacks. Glaub mir, zurück und dann links ist besser. Zurück. Wir haben jetzt schon viel Zeit verloren, Mann. Mike, lass uns das machen, was Jonas sagt. Nee. Mike. Ja, wenn du unbedingt willst. Und wir beide machen das professionell. Wir sichern uns. Gut. Für die Mama. Hast du das gehört? Da hat doch einer geschrien, oder? Oh mein Gott, wir müssen die Bergretter rufen. Karte, das finden wir auch so. Wieder ein Freeclimber. Diese Adrenalin-Junkies. Das wäre dann schon der dritte in dem Jahr. Ja, die Meißler unterschätzen die Steilwand. Ohne richtige Sicherung ist das für Anfänger viel zu gefährlich. Ja, das letzte Mal war der Typ nicht mal mehr gesichert. Das war ein Free-Solo-Kletterer. Ist ja gut, ich sag ja. Die richtige Sicherung ist das A und O. Mein Gott. Komm. Wir können hier nichts machen. Ja. Wir müssen die Polizei rufen. Die Bergrettung.
Ja, wir holen auch sofort Hilfe, aber dazu müssen die Empfang haben. Okay. Okay, dann zurück. Der Weg zurück ist zu gefährlich, das schaffst du nicht. Wir müssen aber zurück. Wir müssen doch Hilfe holen. Hey, pass auf. Wir finden einen sicheren Abstieg, wenn wir noch ein bisschen hochsteigen. Okay? Hier, komm. Nimm meinen Rucksack. Ich nehme den von Jonas. Mike, ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Hey, vertraust du mir? Ich bringe uns hier raus. Okay? In 2 Minuten sind wir da. Ah, übrigens, Tobi, dein Vater war heute auf dem Berghof. Der wollte dich sprechen. Echt? Weißt du wieso? Nee, keine Ahnung, hat er mir nicht verraten. Ja, mir hat er auch auf die Mailbox gesprochen. Okay. Ja, vielleicht ist irgendwas mit dem Hotel. Nee, aber es ist auf jeden Fall was mit Franz Mofa. Euer Vater hat das Ding nämlich zerlegt. Echt? Super. Gibt's die nächsten Tage wieder den Opa-Stress. Okay, Michi, da ist er. 3 Uhr, siehst du das? Halbe Höhe, Steilwand. Weiter rechts endet das massive gleiche Höhe mit der Plateau. Wir können uns für Michi schnell rauslassen und wir klettern dann seitlich zurück, okay? Negativ, die Zeit haben wir nicht mehr. Ja, die Zeit nehmen wir uns. Leute, seht ihr, der bewegt sich. Nee, der fällt gleich über die Kante. Scheiße. Michi, bringst du uns näher ran? Näher ran? Meinst du näher ran, wie Vorsicht an der Bahnsteigkante so zum Ein- und Aussteigen? Meinst du nur näher ran? Ja, genau. Das kannst du vergessen. Du kommst nur nicht zu ihm. Nicht, wenn der Hauptmotor dranbleiben soll. Nennt mich kleinlich, aber da wäre ich unbedingt dafür. Mit kriegt sich nämlich besser. Markus, was soll es werden? Ich sichere mich. Ja, da gehen Sie hin, unsere Vorschriften. Komm schon, Leute. Ich hänge mich am Tau und am Heli. Da ist kein Tau. Markus. Michi, ich hack mich ein. Und wenn du schön ruhig hältst, dann schaffe ich das, okay? Ja, und wenn du runterfällst, dann bin ich wieder schuld, oder wie? Ich glaub an dich, Michi. Liegen. Ich schau da sowieso nicht hin. Michi, flieg zum Plateau und zwar genau jetzt. Tobi, das ist unsere einzige Chance. Begreif das doch. Ich geh hin, ich stoppe ihn, er fällt nicht. Ich leg ihm das Bergetreieck an. Das ist eine ganz normale Tauwerfung, verdammt nochmal. Also los. Schön. Man sieht dich. Adrenalin-Junkie, hast du doch gehört? Die richtige Sicherung ist das A und O. Ich hasse ihn dafür. Hey, Katharina, das habe ich gehört.
Keine Sorge, ist alles ganz normal. Nichts davon ist normal, überhaupt nichts. Ja, hast auch wieder recht. Auf wie viel Meter hängt denn unser Superman inzwischen? Circa 30 tief abgeseilt. Komm. Ansage. Hallo, hier spricht dein Flugbegleiter. Ich hab die Höhe erreicht, 60 Meter, Michi. Beeil dich mal. Ich meinte zwar die Richtung, aber wir befinden uns ja in einem kreativen Prozess. 15 rechts. Okay, 2. Michi, 1 vor. Ja, perfekt. Spielt er nicht mehr mit? Er hat es geschafft. Hallo, können Sie mich hören? Markus Kofler, mein Name. Wird alles gut. Ich lege Ihnen jetzt gleich das Bergedreieck an. Wir bringen Sie hier runter. Ich kann Tom nicht erreichen. Was willst du von ihm? Was hast du vor? Ich werde gehen, Hans. Du? Wieso? Solange du mir nicht erzählst, was am Berg passiert ist, haben wir keine Chance als Familie. Und auch nicht als Paar. Spürst du das denn nicht? Du verlässt mich. Ich muss, Hans. Das so nicht mehr. Ich werde zu meiner Schwester fahren. Am Wochenende bist du mich los. Und noch ein hoch. Okay, wir sind in der Luft. Zu groß und zu schwer zu klettern. Ja, wahrscheinlich hat er zu viel unnötiges Zeug dabei. Ausweis oder Papiere im Rucksack drin? Nix. Scheiße. Kammer flimmern. Achtung, Schuss. Markus, ziehst du Adrenalin auf? Ja. Adrenalin. Okay, übernimmst du? Komm schon. Achtung! Schuss! Scheiße. Come on.
komm! Irgendwie müssen wir herauskriegen, wer er ist. Wir haben Empfang. Er ist echt der Letzte, den wir jetzt hier brauchen. Also Polizei oder gleich die Bergrettung. Ja. Was willst du denn denen sagen? Dass der Bergführer tot ist? Was ändert denn diese Nachricht im Moment? Ichonos Tod ändert doch alles. Claras Tod hat alles verändert. Deswegen sind wir doch hier. Mensch, zusammen schaffen wir das. Wir müssen Hannibals Lager finden. Für sie. Tom, ich muss das noch für sie machen. Wir waren uns doch so nah. Ihr wird wirklich ein totes Paar. Aber das Lager interessiert mich nicht. Du willst wissen, was dein Vater dir verschweigt, ne? Du willst wissen, was zwischen ihm und Clara hier oben passiert ist. Tom, du willst die Wahrheit wissen. Tom, das ist hier heute deine Chance. Okay? Also, weiter. Rufst du bitte Tom an, er drückt mich die ganze Zeit weg. Wundert dich das? Ich muss wissen, wo er ist. Tom ist erwachsen. Bitte, Gabi, du verstehst das nicht. Wie soll ich dich denn verstehen, wenn du nicht mit mir sprichst? Wenn du mir nicht sagst, was passiert ist mit Clara am Berg. Unsere Tochter ist tot, Hans. Und du bist der Einzige, der weiß, warum. Was ist mit Tom? Also irgendwas stimmt da nicht. Habt ihr seine Hände gesehen? Als ob da ein Seil durchgerutscht wäre. Vielleicht ein Anfänger? Gut, mal angenommen, es war ein Anfänger. Aber glaubt ihr, jemand kommt so hoch und stürzt dann auf den Vorsprung runter? Das kann ich mir nicht vorstellen. Worauf willst du raus? Vielleicht ist er da runtergefallen, aber nicht hochgeklettert. Du meinst eine ganz normale Bergtour? Ja, und dann ist er von oben auf den Felsvorsprung, wo wir ihn gefunden haben. Ich meine, so eine normale Tour machst du auch nicht alleine. Und es gab keine Unfallmeldung von niemandem. Eben, vielleicht war er nicht alleine da oben. Da ist noch jemand, der ist verletzt. Okay, ich flieg gerne mal rauf und suche das alles ab. Aber vorher muss ich tanken. Okay, schau mal, wo die Katharina bleibt, ja? Gut. Nimmst du den Ben mit?
Vier Augen sehen mehr als zwei. Ich hätte vielleicht Stopp. Dieser Gedanke ist verboten, okay? Du hast alles richtig gemacht. Ich habe gesehen, wie schwer verletzt der Mann war. Hattest du keine Chance? Ich hätte doch Nein, kein Aber, Katharina. Keiner meiner Spezialisten hätte ihn lebend hierher gebracht. Können wir? Ich habe jetzt leider wenig Zeit zu reden, aber wenn ihr möchtet, können wir gerne... Was meinst du? Ihr wisst es noch gar nicht, oder? Was denn? Okay, nee, vergesst es. Tut mir leid. Nee. Sag uns jetzt bitte sofort, was los ist. Euer Vater, der hatte einen Termin in der Onkologie. Ich dachte, ihr wüsstet das. Krebs. Pause. Ich brauche eine Pause. Langsam verstehe ich deinen Vater, aber es ist echt kein Biss. Was soll denn das jetzt heißen? Clara hat mir einiges erzählt. Ich kenne deinen Vater ja auch. Ich weiß doch, wie der mit Kommilitonen umgeht, die nicht alles geben. Naja. Ich gebe jedenfalls alles. Ich will Hannibals Schatz und ich will den Beweis. Also, weiter geht's. Hallo, Tom. Mensch, Geschichte muss neu geschrieben werden. Hast du das kapiert? Das ist die Sensation. Was denn? Dir geht's gar nicht um Claras Theorie. Dir geht's um Ruhm. Du bist wie mein Vater. Besessen. Quatsch! Du willst die Wahrheit wissen? Dann komm und find sie endlich raus! Und wirf mir nicht vor, ich tu nichts für Clara! Unbezwingbar. Das kam mir als Kind immer vor wie so eine Trutzburg. Und mein Vater wie der Burgherr. Ich weiß, was du meinst. Sicherer Ort. Der jetzt vielleicht in sich zusammenfällt? Wir wissen noch gar nicht genau, was los ist. Jetzt warte erst mal ab. Du kommst hier nicht weg. Das kannst du vergessen. Nein. Die Prostata. Ich habe Krebs. Vielleicht muss ich irgendwas Messer. Vielleicht nicht mehr. Die sind darauf nicht spezialisiert. Die Klinik, meine ich. Ich bin ganz gut aufgehoben, schätze ich. Du schätzt es?
Ein einziges Mal. Nur ein einzig verdammtes Mal. Und zwar genau jetzt wirst du die Dinge nicht mit deinem gottverdammten Dickschädel angehen. Katharina hat recht. Absolut. Du rufst jetzt in der Klinik an und sagst, dass es in Ordnung geht. Was geht in Ordnung? Dass ich die Patientenakte einsehe. Das machst du als allererstes. Wozu? Du bist kein Experte, Katharina. Du kannst dich nicht aufhalten. Ja. Die ist mindestens genauso stur wie du und ich. Also. Lass dir helfen. Bitte. Wenn einer abschmiert und wir den dann finden, keiner meldet den Vorfall. Was meinst du, finden wir dann jetzt hier draußen? Wir haben aber nichts gefunden. Aber Markus hat doch recht, wenn die Ausrüstung für einen Alleingang falsch ist. Hier ist aber niemand. Wir picken jetzt Markus auf. Also, unser Unbekannter ist nicht von da unten raufgeklettert. Also, wenn ich die Nummer den anderen erzähle, dann vierteile ich. Allen voran Katharina und das nach der Sache von vorhin. Also wenn er von da unten hochgeklettert ist, hat er nicht viele Optionen. Die Steilwand gibt den Weg vor. Und du kommst nicht annähernd an den Vorsprung, wo wir ihn gefunden haben. Also ist er von weiter oben abgestürzt. Das ist also recht. Ja. Aber ich will sicher sein. Hier, ich hab was für dich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mach was Schönes draus. Kunst? Naja, vielleicht kriegen wir so raus, wo unser Unbekannter herkam, was er hier wollte, ob er alleine hier war. Das glaube ich nicht. Also, dass er alleine war. Weil wir sind's abgeflogen. Um hier raufzukommen, musst du schon einige Hürden nehmen. Und ohne gescheite Ausrüstung wird das hier nichts. Dass der alleine war, glaube ich nicht. Peter ist stark, der schafft das schon. Du weißt doch ganz genau, der lässt dich nur operieren, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass er den Kampf gegen den Krebs gewinnt. Dann musst du ihn halt überzeugen. Ja, aber der ist stur, das weißt du auch. Hey, alles gut bei euch? Super. Was ist denn los? Hä? Peter hat Krebs. Tobias hat Angst, dass er sich nicht operieren lassen will. Hey, Tobi, der lässt sich schon operieren. Mal, kennst du meinen Vater jetzt besser wie ich? Oder bist du jetzt der Profi in Familienangelegenheiten oder was ist los? Nein, bin ich nicht. Hab ja auch keine Familie. Da ist deine Mutter. Vergessen. Die lag in dem Rucksack von dem Toten. Und ich glaube, die ist historisch. Woher willst du das wissen? Mein Vater, der sammelt. Meinst du, wir können ihn fragen? Eine simple Prägung. Schwer zu sagen. Also, Mittelalter ist das auf keinen Fall. Das ist viel, viel älter. Also wertvoll. Ich sammle zwar Münzen, aber die ist antik. Das, das ist überhaupt nicht mehr im Fach. Ist ein Sammlerstück? Schwer zu sagen, aber was Besonderes ist es auf jeden Fall. Mehr als ein Talisman. Davon kannst du ausgehen. Wen sollte er mal fragen? Den Professor Hans Hechtel. Er wohnt hier in Vilsmoos. Ist ein Historiker, Forscher, anerkannte Koryphäe. Ich kann euch sicher weiterhelfen. Super. Vielen Dank. Das hilft uns sicher weiter. Danke. Nichts zu danken. Schau, Papa.
Wir brauchen dich hier noch. Weißt du was, Tobi? Das mit dem Professor mache ich alleine. Hans. Hans? Da möchte jemand mit dir sprechen. Markus Kofler, Bergrettung Ramsau. Guten Tag. Bergrettung. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Nee, ich schätze, das ist ich. Danke. Ich würde gerne Ihre Meinung hierzu hören. Sie beschäftigen sich doch hauptsächlich mit alten Münzen, richtig? Nein. Sie wissen gar nicht, wer ich bin. Sie kennen meine Arbeiten gar nicht. Ich komme nicht so viel zum Lesen, tut mir leid. Ja, ich bin Historiker, aber ich arbeite interdisziplinär, wenn auch nicht so fachübergreifend wie Sie. Ein Bergretter mit Interesse am Altertum, das ist schon eine besondere Mixtur. Wo haben Sie die her? Wir müssen einen Verunglückten identifizieren. Ist jemand tot? Er hatte die da bei sich, bei seinem Sturz im Berg am Lichtermassiv. Wir hoffen, dass uns die Münze helfen kann. Ich meine, der Kreis der Sammler kann ja nicht so groß sein. Haben Sie vielleicht ein Foto von dem Mann, der... Ich meine, vielleicht kenne ich ihn ja. Es tut mir leid, den kenne ich nicht. Ja, und was hat der da oben gemacht? Das wissen wir nicht, aber wir müssen jetzt rausfinden, ob er alleine war. Also wir glauben nicht, wir vermuten eine ganz normale Seilschaft. Aber wir haben bis jetzt noch niemanden gefunden. Man wird sich doch den Bergen nicht vor den Berghärtern verstecken, oder? Was für einen Grund sollte es da geben? Wenn wir keinen Grund finden, dann ist es immer besser, von einem Notfall auszugehen. Und Sie sind sich sicher, dass Sie den Mann noch nie gesehen haben? Ja. Es ist nur ein furchtbarer Gedanke zu wissen, dass da ein Mensch verunglückt ist und vielleicht noch ein anderer in Lebensgefahr. Was meinen Sie? Bitte? Die Münze. Ach so, ja, das ist eine karthagische Münze, weit vor Christi Geburt. Schade, das ist sehr gut gemacht, aber das ist ein Imitat. So viel wert, als wäre sie aus einem Kaugummi-Automaten, Herr Kofler, das tut mir leid. Kann man nichts machen. Ja, danke. War ein Versuch wert. Alles Gute.
Thomas, entschuldige, dass ich dich anrufe. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du nach Ramsau kommen? Mike, ich kann nicht mehr. Du musst ohne mich gehen. Und Claras Theorie über Hannibal beweisen. Nee, Großer, so läuft es nicht. Wir bleiben zusammen. Ich warte hier auf dich und ich kann sowieso nicht allein ins Tal. Das glaube ich dir, aber ich brauche dich noch. Weil dunkel übernachten hier. Hoffentlich lohnt sich das. Muss hier nicht unbedingt was Wichtiges drauf sein. Du, wenn jemand mit dem Notebook in die Berge geht, dann ist da was Wichtiges drauf. Und bei dir? Hatte eine merkwürdige Begegnung mit einem eitlen Professor. Wieso merkwürdig? Ich glaub, der lügt. Hier, schau mal, ob du was über die Münze rauskriegen kannst. Sollte der lügen? Weiß nicht. Ist auf jeden Fall unsere einzige Spur. Hast du kein Zuhause? Hey. Markus. Du wolltest los, du hast was vor. Nein. Ja. Ich dachte... Weißt du was, wir machen das ein andermal, okay? Was ist los? Geht's dir gut? Ja, danke. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um hierher zu kommen. Ist okay. Wir haben ja Zeit. Also... Ich will dich kennenlernen. Ja. Dann sollte ich vielleicht damit anfangen, dir was von mir zu erzählen. Aber? Aber du musst los. Ja. Vielleicht ein andermal? Sicher. Das Lager gefunden haben, dokumentieren wir erstmal alles und fotografieren. Fotografieren was? Na, Speerspitzen, Helme, Ausrüstung, was auch immer da rumliegt. Und mich. Du hast echt keine Ahnung, was das für die Wissenschaft bedeutet, ne? Ich weiß, was es für dich bedeutet. Naja. Für Historiker nicht viele Optionen, berühmt zu werden. Wenn man nicht gerade Indiana Jones heißt. Hey, was ist denn los? Weißt du, was ich mich frag? Nee.
Ob der Ruhm und das Speichellecken der anderen meinen Vater zum ignoranten Arschloch gemacht haben? Oder ob man einfach ein Arschloch sein muss, um berühmt zu werden? Jemand, den es kalt lässt, wenn Menschen sterben. Gesunden Ehrgeiz nenne ich das. Und was Clara nicht geschafft hat, werde ich jetzt schaffen. Aber du, bleib du ruhig in deiner ewigen Loserrolle. Thomas. Hey. Hey. Ich komme gleich. Hey. Hey. Also ich. Schon gut. Keine Rechenschaft schuldig. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Wegen deines Vaters. Beschissen. Ich habe Thomas hergebeten, damit er mir hilft. Medizinisches. Das ist wie bei der Bergrettung. Alles, was hilft, ist willkommen. Gut vorbereitet. Das ist mein Vater. Ich meine, du hast medizinischen Sachverstand. Du solltest wirklich überlegen, dein Studium nochmal aufzunehmen. Thomas. Ja, schon gut. Hat mein Vater eine Chance, oder nicht? Ich denke, ja. Ziemlich gute sogar. Also mit den richtigen Spezialisten, aber ja, keine Frage. Können wir auch gemeinsam mit der Ärztin reden. Na, was hast du rausgekriegt? Also, der Tote, den ihr gefunden habt, heißt Jonas Grebe, hier aus Steinach. Gerd weiß schon Bescheid. Und ich habe ein bisschen im Internet gesurft, recherchiert und mit ein paar Freaks gesprochen. Punisches Münzwesen. Besonders selten karthagisches Zahlungsmittel. Ich schätze, bei Punisch bist du schon ausgestiegen. Nee, bin ich nicht. Kannst davon ausgehen, dass sie echt ist. Die ist so wertvoll, dass wenn ein Sammler sie kaufen wollte, er immer einen Fachmann dazuziehen würde. Die Spur wäre einfach zu leicht zurückzuverfolgen. Aber der Professor kennt sich doch aus. Warum lügt er mich an? Tja,
Das ist jetzt deine Aufgabe. Von wegen Kaugummiautomat. Geht nicht ran. Sie wissen schon, dass Einbruch eine Straftat ist. Was machst du denn hier? Emily meint, ich soll mich ein bisschen ablenken. Ich kann ja nicht die ganze Zeit an meinen Vater denken. Das bringt dir nichts. Dann kommst du gleich zu mir. Das ist aber nett. Auch ein bisschen Spaß haben. Okay. Ben meinte, dass du den Professor angerufen hast? Ja, der ist nicht da. Trotzdem bist du hier? Der Typ lügt. Glück sagen, dass ich dich hier aufgabele. Komm mit, die Berge sind nichts für dich. Aufgabeln. Hätte ich mich verlaufen, hättest du mich nicht gefunden. Ich bin genau richtig, oder? Du hast mich gestohlen. Das waren Claras Unterlagen. Weggesperrt in deinem Schreibtisch. Geh mal zum Weg. Du tust jetzt, was ich dir sage. Ja, so läuft das normalerweise. Alle tun, was der große Professor sagt. Gut, das ist jetzt vorbei. Du hast mich nie verstanden. Du warst immer schon... Schon was? Du begreifst einfach nicht, was mir meine Forschung bedeutet. Tom! Scheiße, was macht der denn hier? Der wird euch jetzt stoppen, du... Parasit. Hat sie bei dem letzten Besuch genauso ausgesehen? Nicht wirklich. Also nicht so. Schau mal, hast du eine Ahnung, wo das sein kann? Hm? Meinst du der Professor vom Berg? Keine Ahnung, aber ich glaube, die Münze hat einen Schalter bei ihm umgelegt. Markus, um was geht's denn eigentlich? Wer lügt, hat einen Grund und er will nicht, dass man den Grund rauskriegt. Ich glaube, die Wahrheit liegt nicht hier, sondern auf dem Berg. Hans, bist du schon wieder da? Scheiße, wir kriegen Besuch. Abhauen oder Konfrontation? Abhauen. Definitiv abhauen. Nee, es ist zu spät. Frau Hechtel, bitte nicht erschrecken. Die Bergrettung Ramsau. Was machen Sie denn hier? Frau Hechtel, wir suchen Ihren Mann. Also wir sind in einem Sucheinsatz und... Also ist doch irgendwas mit meinem Sohn. Hier macht keiner mein Lebenswerk kaputt. Du nicht, ihr nicht, keiner. Ja, ja. Ey, kapierst du es nicht? Das war ein Geständnis. Was redest du da? Clara hatte Beweise für Hannibals Route. Hier. Ja. Jedes ihrer Bücher können sie verbrennen. Jede Veröffentlichung von ihnen. Hinfällig. Die werden bestimmt wieder in Talkshows sitzen. Ja. Aber diesmal, um zu dementieren.
und sich zu entschuldigen. Schwachsinn. Wollen Sie das immer noch abstreiten? Sie lagen falsch. Keine Nord-West-Süd-Route oder sowas. Hier, hier ist Hannibal langmarschiert. Tom. Was ist mit der Münze? Clara hat sie hier gefunden. Es gab hunderttausende Münzen. Die Punier trieben Handel über die ganze Welt. Diese alberne Münze beweist nur eins, du hast keine Ahnung. Wie immer. Seine Forschung steht bei Hans immer an erster Stelle. Naja, die Anerkennung und der Erfolg geben ihm ja recht. Sie brauchen sich hier nur umzuschauen. In der Liebe und der Leidenschaft zu den Bergen sind sich Vater und Tochter sehr ähnlich. Clara war auch Historikerin. War? Im Mai sind sie zusammen losgezogen. In die Berge. Vater-Tochter-Tag. Am Abend kam Hans zurück alleine. Clara war tot. Sie war gestürzt. Es war alles so unwirklich. Es tut mir sehr leid. Hans spricht nicht mit uns über diesen Tag. Mit mir nicht. Und auch nicht mit Tom, unserem Sohn. Frau Hechtel, Ihr Mann hat uns angelogen. Ich glaube, er will nicht, dass wir nachforschen. Hier, die hat ihn ziemlich nervös gemacht. Die ist von Clara. Sie hat sie Tom geschenkt. Du hast von meiner Tochter nur profitiert. Sie hat dich durchs Studium geschleppt. Richtig. Und wenn Sie es genau wissen wollen, ich war nur mit ihr zusammen, damit ich bei Ihnen besser dastand. Tja, du hörst es, Tom. Das ist sein wahres Gesicht. Und? Auf wessen Seite stehst du? Denk nach. Ja, Tom, denk nach. Dein Vater ist mit Clara auf den Berg und kommt ohne sie wieder. Was willst du damit sagen? Was ist passiert? Sie wollten nicht, dass Clara ihre Hannibal-Theorie veröffentlicht. Und da? Markus, ich hab's. Auf der Festplatte sind Routenoptionen durch die Berge. So geografische Berechnungen. Sehr gut, Ben. Pack alles zusammen. Wir treffen uns am Heli. Aaron, ruf die Kollegen an. Abflug. Alles klar. Oh, nu komm. Ich hab echt Schiss, dass der uns auch noch was antut. Meinst du das ernst? Das ist mein Vater, Clara. Hast du nicht gesehen, wie der auf mich losgegangen ist? Ah! Hilfe! Oh mein Gott. Hilfe! Tom! Mike! Mike! Mike, hilf mir! Tom! Komm mal hier! Warte, ich komm! Kannst du dich halten? Ich weiß nicht. Mike! Ich brauch dein Seil! Hilf mir, komm, hilf mir! Nur wenn sie mich zu Hannibal führen.
Das sind Routenoptionen. Und das hier müsste die Route sein, die Hannibal vor über 2000 Jahren gelaufen ist. Okay, die Münze, Hannibal, Karthago. Sie wollen was beweisen. Genau, und da müssen wir hin. Nee, du bleibst hier. Du musst hier unten die Stellung halten. Du kannst schon mal das Einsatzformular ausfüllen, okay? Wo ist eigentlich deine Schwester? Die müsste gleich kommen. Na, hoffentlich bringt sie nicht ihr Vollpfosten her. Du freust dich besonders, dass sie wieder da ist, hä? Na, wenigstens ohne ihren Chauffeur. Tom, gib mir deine Hand, komm. Ich zieh dich hoch, ich zieh dich hoch. Ah, ich kann nicht. Warum nicht? Meine Schulter. Professor, quid pro quo? Tom. Ja. Ja! Wir kommen. Wir ziehen dich hoch, warte. Komm. Wir helfen dir, warte halt durch. Pack dich ein. Hast du's? Okay. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir wissen heute mal exakt, wo wir hinwollen. Schon? Ja. Allerdings wissen wir nicht, ob da überhaupt jemand ist. Und wenn ja, wie viele. Oberhalb des Lichtermassivs habe ich aber nur eine Landemöglichkeit an der Westseite. Und von da aus geht's zu Fuß weiter. Das sage ich euch gleich. Ja. Und? Komm her. Achtung, komm her. Wir müssen ihn ins Tal bringen. Hilf mir! Schon vergessen? Quid pro quo? Wo ist Hannibals Lager? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Tom braucht einen Arzt. Sag's ihm. Bitte sag's ihm einfach. Da? Gleich da vorne, die Anhöhe rauf, das Plateau entlang. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Los geht's. Tom. Du, der Thomas, der... Katharina, das ist jetzt kein Thema. Nicht jetzt, bitte. Hast du ein Problem damit? Womit? Womit? Du bist einfach abgerauscht, hast mich stehen lassen vorm Hotel. Hey, du warst nicht alleine. Er war da. Schon vergessen? Er? Ja. Du, mein Vater ist todkrank. Thomas hilft mir. Zwischen der Nachricht und seinem Rettungsauftritt, da lagen keine 24 Stunden. Ich meine, das heißt doch was, Katharina. Ach, und das Tempo, das nervt jetzt in Herrn Kofler, oder wie? Weißt du, ich habe einfach keine Zeit, mich mit dir zu streiten. Ja, gibt auch überhaupt keinen Grund. Dein Thomas ist ein guter Arzt. Der kriegt euren Vater wieder hin. Das ist nicht mein Thomas. Verstanden? Ich versuch's. Komm weiter. Wo genau, Professor? Na da. Jetzt ist er vor. Da ist es. Hier? Ja. Ja. Hier. Clara hat die Höhle gefunden, oder? Ihre Berechnungen stimmten. Ihre Forschung war bahnbrechend.
Hannibals Spuren. Ausgerechnet hier, hier. Sie ist da rein. Sie war so glücklich. Siehst du, Papa, siehst du. Ich hatte ihr nicht glauben wollen. Aber als ich dann da rein bin, da wusste ich, stimmt. Sie hat recht. Clara kannte kein Pardon. Nichts ist wichtiger als die Wahrheit. Hat sie gesagt. Sie wollte mit ihrer Entdeckung an die Öffentlichkeit. Und jeder Forscher will das. Und dann? Auf den Weg runter dann. Da haben wir uns gestritten. Ganz fürchterlich. Ich habe auf sie eingeredet, habe sie angeschrien. Ich habe sie sogar bedroht. Sie war vor mir. Viel zu schnell. Sie wollte von mir weg. Nur noch weg von mir. Ich konnte nichts sagen, nicht darüber reden. Der Schmerz, ich weiß auch nicht. Ich wollte wohl wenigstens der Professor bleiben, der großartige Professor Hans Hechtl, die Koryphäe in der Hannibal-Forschung. Ja! Ich habe versagt. Als Wissenschaftler. Vor allem als Vater. Bist du verletzt? Nee, aber zieh mich hoch. Hier, versuch den. Da komm ich nicht ran. Ich muss weiter runter. Pass auf, Tom. Pass auf, Tom. Tom! Was ist mit ihm? Was ist los? Er ist benommen! Was? Ich komme! Was sind die bescheuert? Was ist denn los? Oh, Scheiße, meine Brille! Scheiße! Was machst du? Nein! Hör auf! Hier rutscht alles zusammen!
Moment mal. Habt ihr das gehört? Da, schon wieder. Das kommt von da. Was ist denn das? Das muss hier sein. Hallo! Ich geh jetzt erstmal allein rein. Ihr wartet hier. Hallo? Ja! Bergrettung noch mal. Hey! Vorsicht hier! Ihr stürzt gleich alles ein! Ja, aber nicht bevor wir sie hier rausgeholt haben. Hallo! Hier unten! Ja, ich seh's. Nicht bewegen! Tobi, ich brauch dich hier drin mit dem langen gesicherten Seil! Okay, komme! Ganz gemütlich hier, da hat sich Hannibal aber ein hübsches Plätzchen für seinen Schatz ausgesucht. Mike, wie geht's, Tom? Das ist doch Ihr Sohn, oder? Ja. Mir geht's nicht so gut. Holen Sie ihn da raus. Ja, machen Sie. Kommen Sie, Herr Professor, los. Okay, Tobi, bring ihn raus. Kommen Sie raus. Müssen wir raus? Okay, Mike. Sie zuerst. Hier. Da ist ein Karabiner dran. Schön langsam, ja? Ja. Mein Sohn. Mein Sohn ist verdreht. Wir kümmern uns. Wie viele sind noch drin? Zwei. Kommt ihr allein klar? Das passt schon. Sagen Sie, wenn Sie soweit sind. Ja. Ich zieh Sie hoch. Dann kommt Sie raus. Ja. Okay. Ja. Gerufen? Funk den Michi an. Tom muss ins Krankenhaus. Michi für Tobias, bitte kommen. Herr Scheuer. Bitte? Danke. Ich weiß noch genau, wie der Tobias sein erstes Mofa bekommen hat. Ein rotes. Andreas hat auch eins gehabt, ein blaues. 0,7 PS. Na, das hier hat mehr. Wie viel? 1,5. Das machst du absichtlich, gell? Was? Ein altes hat zwei gehabt. Wie soll ich mit 1,5 den Berg hinaufkommen? Das glaubst du selber nicht. 2 PS? Das ist ein Unsinn.
Das hat eine weit bessere Qualität als deine alte Scheißen. Da glaube ich einen Moment, das ist noch ein letzter Rest von Anstand in dir. Dabei willst du mich nur pflanzen. Was? Ich dich? Die Farbe ist auch falsch. Muss man umspritzen. Na warte. Dir zeig ich's. Das schwöre ich dir. So ist gut, Peter. Reg dich auf. Aufregen ist gut, nur nicht aufgeben. Du musst mit Mama reden. Versprich mir das. Professor, das war's dann wohl für Sie. Ich hatte recht, ich hab's gewusst. Genial, meine Forschung. Wie? Deine Forschung? Das ist... Du bist... Ich kann alles beweisen. Alles schön fotografiert. Hey, gib das her. Hey, nicht hier, okay? Das könnt ihr unten klären, okay? Komm. Nein! Das ist nur Claras Projekt. Der Ruhm steht einzig und allein ihr zu. Nichts ist wichtiger als die Wahrheit. Kannst du mir verzeihen? Wenn Mama das kann. Ja, ich hoffe, ich kann das. Ich vermisse sie. Ich auch, Hans. Ich auch.
Reality.